den nageln wir fest und der hält ja von selber hier. Ja? Da brauchst du nicht viele Nägel. Manchmal spart man echt am falschen Ende. Ne? So, und zwar Lachs am Brett. Lachs am Brett muss irgendwie immer sein. Wir haben hier ein Brett, ein Lachs und eine Axt. Die Mitarbeiter haben gesagt, wenn du schon irgendwie nur so ein einfaches Brett hast, dann muss wenigstens die Axt ein bisschen sexy sein. So, dieses Brett hier gibt es aus dem Baumarkt. Kostet 1 Euro oder sowas. Ja, Brett. Kann man da kaufen. Eine Restekiste. Den Lachs, den bekommt man in der Deutschen See. Deutsche See ist ein Großmarkt. Ihr müsst immer versuchen, wenn ihr irgendwie da eine Möglichkeit habt, da als Händler registriert zu werden. Denn gerade bei Fisch ist es so, dass die Spanne zwischen Großhandel und Endverbraucherpreis sehr extrem ist. So, diese Fische kaufe ich dann immer, rufe dann immer mal an, wie der Preis ist. Und wenn er gut ist, dann bestelle ich mir 10, 12 Stück und dann nochmal für einen Freund noch gleich welche mit. So, und dann lege ich die auf so ein großes Backblech. Ein bisschen was von diesem beschichteten Papier dazwischen, immer 2 Stück drauf und friere die dann alle ein. Und wenn die Kameraden dann steif gefroren sind, dann pflücke ich die auseinander und stecke die so hochkant in die Truhe rein. Weißt du, in einer Ecke ist der ganze Lachs und bringst du nur zack und ziehst einen raus und musst nicht die ganze Kiste durchwühlen. Ne? Ist er weg. Und dann zu Weihnachten ist das immer sehr lustig. Dann mache ich da Lachs so dreierlei Art. Das heißt, da wird einmal Graftlachs gemacht, so zwei Stücke mache ich Graftlachs von, 2 Stücke mache ich heiß geräuchert und 2 Stücke kalt geräuchert, so dass sie gleichzeitig fertig sind zu Weihnachten. Dann werden die gedrittelt und wieder zusammengesetzt. Das heißt also, dann kriegt ein Lachsseite aber in 3 Zubereitungsarten. Das ist ganz lustig, weißt du? Jetzt haben wir diesen Lachs hier, der hat immer so 1,1, 1,2 Kilo. Jetzt nach der Pandemie hatte der mal mehr, weil sie die haben länger sitzen lassen. So 1,7 ist dann aber schon wirklich reichlich. Ich kaufe die auch immer schon vakuumiert, die gibt es auch ganz frisch. Das ist aber Sushi-Qualität. Dann kannst du schon mal hier den Bauchlappen, da säbelst du schon mal vorweg. Den kannst du gleich ein bisschen klein hacken, Zitrone drauf, Salz, Pfeffer. Den kannst du gleich so essen. Ne? Dieser Lachs hier, 1,2 Kilo, das ist eine schöne Größe für 10 Leute als Vorspeise. Oder 5 Leute als Hauptgericht. So, wenn du den Lachs jetzt machst als im Smoker oder im Kugelgrill oder sonst wie, dann hast du das Problem, du siehst ja hier dieses Zickzackmuster, siehst du das? Ja. Und genau in diesem Zickzackmuster zerfällt dir der Lachs, wenn er gegart ist. Okay. Das heißt, du kriegst da keine vernünftigen Scheiben mehr abgeschnitten. Du schneidest und dann zerbröselt der. Also gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder du nennst das Pult Lachs und packst es auf ein Brötchen und die Leute finden das geil. Ja, oder du schneidest vorher den Lachs in Tranchen, da wo du es und zwar nur einmal durch bis auf die Haut. Und hältst dann den Schnitt offen mit so ganz dünnen Scheiben Zitrone. Ja, so eine Zitrone, Scheiben schneiden, halbieren und dann so halb rein. Da hast du immer so diese Halbdinger hier. Finde ich lustig, wenn dann so Leute so 3 Dinger hier oben reinmachen. Die wissen gar nicht, wozu die gut sind. Ja, also da schneidest du und dann kannst du hinterher mit einem langen Messer oder mit der Palette kannst du dann genau die Portion abnehmen und zwar sauber geschnitten, ohne dass es dir zerfällt. Ne? So, und dann, das geht aber hier, das, was wir hier machen, geht natürlich nicht am Lachs am Brett. Den nageln wir fest und der hält ja von selber hier. Ja? Da brauchst du nicht viele Nägel. Und das finde ich immer lustig, wenn die Leute sagen, ja, also dieser Lachs am Brett oder Flammlachs, den gibt es jetzt heute überall. Der Deutsche begreift gar nicht, worum es da ging. Ja? Dass die also in nordischen Ländern diesen Lachs, und eigentlich nicht Lachs, sondern Lachsforellen und größere Fische, geschnitten haben, draufgelegt und dann mit, die haben kein Hartholz, sie haben nur Weichholz da. Einziger Hartholz ist Schlehe. Schlehe ist pestig hart, also wirklich, das kannst du, und wenn du einen trockenen Schlehenast hast und spaltest ihn ein bisschen, dann kannst du in eine frische Birke kannst du reinnageln. Das passiert. Sondern das haben die gemacht, hier so 4 Dinger rein und so neben das Feuer gestellt. Ja, aber dann wird er hier oben nicht gar. Ja, ist doch scheißegal, dann drehst du ihn um. Aber das begreift der Deutsche ja nicht. Ja, der Deutsche macht ja, der will den, dass er dann nachher so überhängt, weißt du, so. Dann fällt er der natürlich runter. Das heißt also, heutzutage, ja, in jedem Neubaugebiet, wo diese weißen Architektenstreiche mit dem Fenster überkreuzt stehen, ja, und dann draußen das Letzte, was wir noch hatten, das waren eben für 4 weiße Plastikstühle und einen Plastiktisch. Mehr hat es nicht gereicht. Und natürlich für Papa, fürs Abenteuer eine große Feuerschale. Und da gibt es dann aber eine Halterung aus Edelstahl, wo ein Lachsbrett dran kommt und die ist also stufenlos verstellbar. Wir stellen die natürlich so über Kopf und kurz bevor der fertig ist, fällt er natürlich runter.
Damit das nicht passiert, wird da so eine Lachs, so eine Edelstahlgeräte ausgelasert und dann draufgeschraubt. Und das ist dann das urige Grillerlebnis. So, und jetzt haben wir hier unseren Lachsgewürz. Das ist Pfeffer und Wacholder. Ich lasse mal so ein bisschen drin, könnt ihr auch mal rumgeben. Pfeffer und Wacholder und ein bisschen Salz. Ja, Wacholderbeeren müsst ihr immer mit dem... immer mit dem Pfeffer zusammen in so einer Mühle mahlen, weil das sind so zähe Luder, weißt du, die fahren sonst nur Karussell, die Wacholderbeeren, wenn die alleine da rein tust. Die haben so eine ledrige Hülle, weißt du, und hier sind auch immer noch so ganze bei, also alles andere ist klein und hier Wacholder ist immer noch so ein Ding klein. So, und dann nehmen wir hier, wie gesagt, das Brett ist 65 lang, nehmt da, was der Baumarkt hergibt, und dann nehmen wir hier ganz normale Nägel. Die Nägel, ich nehme immer neue Nägel. Manche sagen, oh, die kannst du noch mal nehmen. Ich meine, wenn wir jetzt anfangen, Nägel abzuwaschen, werden die trotzdem rostig. Und das Problem ist, dann sagen einige, oh, der nimmt ja rostige Nägel. Ein anderer sagt, oh, die kannst du doch noch mal nehmen. Ja, also du machst, wie du es machst, machst du es verkehrt. Und diese Nägel, das sind 80er Nägel, gibt es im Baumarkt hier. Da, wo die Schraube wohnt, kostet das Kilo 2,99. Und ein Kilo Nägel, da hast du aber für ein paar hundert Euro Lachs angenagelt. Also deswegen, manchmal spart man echt am falschen Ende, ne? So, und das nageln wir hier nur drauf, dass er gerade so anzieht. So, und bitteschön.